Insel Ambrim mit seinen zwei aktiven Vulkanen ist noch sehr ursprünglich. Die Tradition ist hier noch sehr lebendig. Der Romtanz wird auf einem magischen Platz unter Banyanbäumen, umgeben von Tamtams, gezeigt. Im Gegensatz zu Malekula, wo die geschnitzten Gesichter eher menschlich waren, sind die Gesichter hier eher einem Hahn ähnlich. Der Platz hier ist mystisch und voll von Tabus. Man darf die Trommel nicht berühren, aber der Hund darf sie bepinkeln. Die Geister, bekleidet mit trockenen Bananenblättern und versteckt unter den Masken, tanzen um die Priester. Die mit Nambas, Penisschutz, bekleidete Priester tanzen in der Mitte und singen geistesbeschwörende Texte. Sehr bekannt sind hier die Sandzeichnungen. Dabei werden mit dem Finger Zeichnungen mit bestimmten Bedeutungen in den Sand gezeichnet, ohne dabei den Finger auch nur ein einziges Mal abzusetzen. Diese Sandzeichnungen dienten als Zeichensprache, mit dem man Nachrichten an die Nachbarschaft vermitteln konnte. Und zum Schluss noch der alte Chief. Er schmückt sich mit Stoßzähnen vom Eber. Sie sind sehr wertvoll und werden nur von Männern vom hohen Rang getragen.